Hallo, ich bin Carsten in Osnabrück und wenn ihr Lust habt, dann könnt ihr mich heute gerne ein Stück begleiten. Hallo nochmal. Ja, ich habe jetzt die Stadtgebiete Osnabrücks verlassen. Bin hier irgendwo noch im Vorort. Ja, ich habe ein langes Wochenende. Heute ist Donnerstag. 2 Tage freigekriegt. Und habe ich mir gedacht, ich habe da noch 2 relativ kurze Routen auf dem Zettel. Eine davon beginne ich heute, und zwar die Bahnradroute Teutow-Senne. Von diesen Bahnradrouten gibt es 3 Stück. Teutow-Senne ist der kürzeste von den dreien, mit 140 Kilometern, glaube ich, oder ein bisschen weniger. Den starte ich heute und wenn das Wetter mitspielt, hänge ich dann noch die Landesgartenschau-Route hinten dran. Osnabrück liegt ja am Rande des Teutoburger Waldes. Deswegen muss man hier direkt am Anfang auch ein paar Höhenmeter überwinden, aber nicht viel. Ja, ich mache jetzt hier mal eine kleine Riegel- und Trinkpause. Geht also schon ganz schön hoch und runter und auch viel rechts und links, aber auch durch Straßenverkehr. Also von daher habe ich jetzt auch bis jetzt noch nicht viel gefilmt, weil ich mich echt konzentrieren muss. Zum einen, wie gesagt, auf den Verkehr, zum anderen auf die Streckenführung, weil es geht echt ganz schön oft rechts und links. Ja, und hoch und runter. Ja. Aber ich denke mal, die Höhenmeter, die habe ich jetzt bald hinter mir und dann geht es in die flache Senne. Jetzt komme ich hier nach Bad Rothenfelde rein. Am Gradierwerk in Bad Rothenfelde. Aus Bad Rothenfelde wäre ich jetzt raus. Und jetzt geht es hier wieder an der Straße entlang. Zwar mit extra Radweg, aber da muss ich sagen, geht wirklich recht viel dann doch durch den Verkehr hier. Wobei, ja, jetzt fährt gerade kein Auto. Da habe ich wohl, ohne es zu merken, die Landesgrenze überquert. Also ich bin wieder zurück in Westfalen. Habe ich nur daran gemerkt, dass auf einmal die Fahrradwegeschilder rot sind und
Die parkenden Autos haben auch keine Osnabrücker Kennzeichen mehr. Mittlerweile gefällt mir die Radroute ganz gut. Also hier wird es dann doch schon um einiges ruhiger. Vor allen Dingen nicht mehr nur rechts, links abbiegen, sodass man ständig nach den Schildern oder aufs Navi gucken muss. Jetzt wird es langsam doch ein bisschen entspannter. Macht Spaß. Ja, wer jetzt vermutet, dass es sich hier bei dem Radweg um eine ehemalige Bahntrasse handelt, der irrt. Also ich verstehe das mit der Bahnradroute so, dass man immer wieder an Bahnhöfen vorbeikommt und so ganz gut, ich sag jetzt mal, einen anfängerfreundlichen Radweg geschafft hat, wo man jederzeit sagen kann, okay, ich breche ab und fahre mit der Bahn weiter. Ich denke mal, so ist das Ganze zu verstehen. So lese ich es auch auf der Internetseite. Ja, bin wieder ein bisschen schwer am Atmen. Geht hier wieder ein kleines Stückchen bergauf. Aber da geht es auch schon wieder runter. Da steht Gasthof Tatenhausen und ich lese Gasthof Entenhausen. Mein Gott, bin ich weit gefahren. Solche Wege wie hier liebe ich ja. Durch ein bisschen Wald, schön schattig. Ganz angenehm. Ja, noch ca. 9 Kilometer bis zu meinem Campingplatz für heute. Bin mal gespannt, ob der meinen Impfpass akzeptiert. So, Bielefeld-Quelle. Irgendwo muss hier mein Campingplatz sein. Jo, ein Plätzchen habe ich. Muss ich nur noch mein Zelt aufbauen. So, mein Zelt steht. Dann gibt es jetzt gleich erstmal einen Aufstellradler. Duschen und dann mal gucken, was es zu essen gibt. Ja, und jetzt habe ich aus Versehen die Kamera in den Timelapse-Modus geschaltet, habe es dann erst zu Hause gemerkt. Deswegen jetzt mal kurz nachvertont. Also an dieser Stelle wollte ich euch eigentlich nur sagen, dass ich die Tour da abbreche, weil die nächsten 3 Tage zu 100% Regenwahrscheinlichkeit gewesen wäre. Und jetzt im Nachhinein weiß ich auch, dass es die 3 Tage tatsächlich auch fast durchgeregnet hat. Hätte ich vorher schon gewusst. Aber ich habe halt gedacht, manchmal irrt sich auch der Wetterbericht und deswegen bin ich angereist und zumindest den ersten Tag schon mal gefahren. Werde jetzt auf jeden Fall innerhalb der nächsten 6 Wochen den 2. Teil der Tour nochmal nachholen. Ja, ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen und dann sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal.